Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Nach ein paar Wochen Pause soll es weitergehen mit unserem Studium vom Leben Jesu und heute mit einer Geschichte. Spannend sind sie alle, aber diese Geschichte ist die absolute Lieblingsgeschichte meines jüngsten Bruders gewesen, vor einigen Jahren. Wenn man ein Angler ist, liebt man diese Geschichte. Wir werden sehen, warum. Es geht aber nur sekundär ums Angeln. Wir wollen gemeinsam niederknien, um Gott einzuladen, uns zu leiten, und dann wollen wir uns diese Geschichte gemeinsam anschauen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir aus deinem Wort lernen können. Herr, ich möchte dich bitten so sehr, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen ansprichst, dass wir etwas lernen können, was uns näher zu dir bringt, dass wir dich noch besser verstehen können und dass wir aus deinem Wort leben können für jeden einzelnen Tag. Herr, sprich zu unseren Herzen, halte du alles fern, was uns irgendwie ablenken könnte, von außen oder von innen, und sei du jetzt unser Lehrer, im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 17. Die Geschichte, die wir heute anschauen, findet sich nur bei Matthäus, in Matthäus 17, und sie schließt direkt an das, was wir das letzte Mal vor ein paar Wochen uns angeschaut haben. Vielleicht können wir uns noch ganz kurz erinnern, was wir das letzte Mal, ich glaube vor 4 Wochen war es oder so, uns gemeinsam angeschaut haben. Wir haben nämlich gesehen, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Weiß jemand noch, wo sie unterwegs waren? Sie hatten eine kleine Reise gemacht, nämlich durch welches Gebiet? Durch Galiläa, genau. Das war an sich erstmal nicht ungewöhnlich, weil sie ja schon oft in Galiläa gewesen sind. Sie kamen gerade aus dem Grenzgebiet zurück. Und was war das Besondere an dieser Reise durch Galiläa? Es war eine geheime Reise. Ja, Jesus wollte unerkannt bleiben, weil er auf dieser Reise seinen Jüngern nochmal etwas erklären wollte. Denn was war sein Anliegen? Was hat er ihnen auf dieser Reise zum zweiten Mal versucht zu erklären? Dass er leiden würde und dass er sterben würde. Schon beim ersten Mal war das ja im Wesentlichen auf taube Ohren gestoßen. Und wie war es jetzt beim zweiten Mal? Haben sie es besser verstanden? Überhaupt nicht. Er hat sogar noch etwas hinzugefügt, etwas, was er vorher nicht gesagt hatte, nämlich, dass er in die Hände der Menschen ausgeliefert werden würde. Ja, das war so ein erster Hinweis darauf, dass auch aus seiner eigenen Jüngerschaft da ein Verräter mit im Spiel sein würde. Aber das alles haben die Jünger nicht verstanden, und der Grund, warum sie es nicht verstanden haben, den werden wir nächste Woche anschauen. Nämlich dann werden wir feststellen, was sie auf dieser Reise miteinander gesprochen haben, was sie gehindert hat zu verstehen, warum Jesus von seiner eigenen Erniedrigung, seinem eigenen Tod geredet hat. Aber jetzt schauen wir uns eine kleine Begebenheit ein, die sich so quasi dazwischen schiebt, und wir lesen mal in Vers 24. Wer hat Vers 24? Matthäus 17 und dort Vers 24. Wer möchte das gerne lesen? Sie kommen nach Kapernaum an. Was wisst ihr über Kapernaum? Was wisst ihr über Kapernaum? So, woran denkt ihr bei Kapernaum? Irgendwas, was euch zu Kapernaum einfällt? Ja, genau. Eine kleine Stadt am See Genezareth. Und was ist das Besondere an Kapernaum? Es war seine Stadt. Es war die Stadt, in der er am meisten residiert hat. Es war die Stadt, die so quasi wie seinen Lebensmittelpunkt gebildet hat, in gewisser Weise. Also man könnte sagen, auch wenn er nie wirklich ein richtiges Zuhause gehabt hat in dieser Zeit, aber man könnte sowas sagen, wie er kommt nach Hause an. Ja, ist so am Ziel der Reise. Okay. Und da kommt jetzt die Einnehmer der Tempelsteuer, die sogenannten 2 Drachmen. Sag mir mal, was ist denn eine
Drachme. Weiß jemand von euch, was ist eine Drachme? Und wenn wir wissen, was eine Drachme ist, können wir ja auch verstehen, was zwei Drachmen sind. Was ist eine Drachme? Schon mal, also was verbirgt sich dahinter? Das ist eine Geldeinheit, ganz genau. Ist eine Münze. Es gibt eine andere Münzeinheit, die so ähnlich ist. Weiß jemand von euch, welche andere Münzeinheit so ähnlich ist? Es gibt die Drachme und es gibt den Denar. Und in vielen Bibelübersetzungen und auch in der Schlachter wird in den hinten, in dem ganzen Erklärungsteil, wird gesagt, das ist quasi dasselbe. Weiß jemand, was der Unterschied ist zwischen Drachme und Denar? Zufällig? Ja, genau. Die Drachme ist griechisch, ja, und der Denar ist römisch. Genau. Und diese Gleichung stimmt auch nur so ungefähr. Übrigens, wisst ihr, also der Denar kommt häufiger vor in der Bibel auch, ja? Weiß jemand von euch ungefähr so was ist ein Denar? Also was konnte man davon kaufen oder wie lange musste man arbeiten, um einen Denar zu bekommen? Dass man so eine Vorstellung hat. Ein Denar, was war das? Wenn man das jetzt umrechnen würde, vielleicht. Ein Tageslohn, genau. Wie kommen wir darauf, dass es ein Tageslohn ist? Genau, in dem Gleichnis vom Weinberg, das ist Matthäus Kapitel, weiß es jemand? Das Gleichnis vom Weinberg? Vers 20, ja? Gleichnis vom Weinberg. Und da werden die eingeladen, einen ganzen Tag zu arbeiten. Und was ist der Lohn, den sie bekommen sollen für einen Tag Arbeit? Ein Denar. Genau. Und daher wissen wir, dass ein Denar ist ein Arbeitstagslohn. Also könnte man ja vielleicht, wie könnte man das vielleicht so, wie viele Stunden arbeitet man heute? 8 Stunden. Stundenlohn, Durchschnittsstundenlohn. Sagen wir 10 Euro, ist das okay? Es gibt Leute, die verdienen viel mehr, manche verdienen auch weniger, aber das rechnet sich leicht immer nicht. Machen wir 80 Euro, okay? Ja. Genau, 80 Euro. Jetzt ist aber eine Drachme nicht ganz hundertprozentig ein Denar, sondern für alle, die es genau wissen wollen, die anderen können das gleich wieder vergessen, ist ein Denar entspricht 1,132 Drachmen. Okay? Das heißt, eine Drachme ist eigentlich mehr so, ich habe das ausgerechnet, so ungefähr so 70 Euro. Okay, das heißt, wie viel wollte der jetzt haben von Jesus? Da kommt also jemand und sagt, hey, ich würde gerne 140 Euro haben. Also wir reden hier nicht nur von einem Pfennig, nicht nur von einem kleinen Betrag, den man schnell mal aus der Hosentasche bezahlt. Wir reden von etwas, was jetzt umgerechnet so um die 140 Euro ist, okay? Die sogenannte Tempelsteuer. Ja, was hat es mit dieser Tempelsteuer auf sich? Weiß jemand von euch, was die Tempelsteuer ist? Ist das so eine Art, also wer hat die erhoben und warum musste man die bezahlen und woher kommt das mit der Tempelsteuer? Für wen war das überhaupt? Ach, vielleicht von den Priestern. Also Tempelsteuer sagt ja schon, es ist zugunsten von was? Zugunsten vom Tempel. Ist das etwas, was in der Bibel gefordert wird? Oder hat nicht das die Priester selbst ausgedacht? Die Tempelsteuer. Ja, man musste Leviten bezahlen, ne? Aber wie wurden die Leviten bezahlt? Die wurden nicht mit einer Tempelsteuer bezahlt. Wie wurden die Leviten bezahlt? Durch den Zehnten. Ja, der Zehnte war für die Bezahlung der Leviten. Also woher kommt diese Tempelsteuer? Das ist ganz interessant. Übrigens, ich frage mal gleich in die Runde. Musste Jesus diese Steuer bezahlen? Aber ist doch eine Steuer. Musste Jesus Steuern zahlen? Ja, hier ist unser Vorbild, oder? Müssen wir Steuern zahlen? Und wir sollen Steuern zahlen, oder? Steht ganz explizit in Römer 13. Darum zahlt ihr Steuern. Ja, also der Christ zahlt Steuern.
Ja, genau. Aber erstmal, also die Steuerntreiber also kommen und sagen, es ist eine Steuer. Aber von wem geht die Steuer aus? Wer erhebt die Steuer, wenn es eine Tempelsteuer ist? Wer erhebt normalerweise die Steuern? Der Staat. Der Staat wäre in dem Fall wer? Der römische Staat, oder? Der erhebt die Steuern. Aber der Tempel ist ja kein römischer Tempel, oder? Das heißt, die Tempelsteuer, sehr wichtig, war eine religiöse Abgabe, keine zivile Steuer. Schon mal ein wichtiger Punkt. Es war keine zivile Steuer, sondern eine religiöse Abgabe. Nun kam noch was dazu, nämlich diese Tempelsteuer, wer musste die alles bezahlen? Es musste jeder Jude bezahlen ab dem 20. Lebensjahr. Und zwar musste man die bezahlen in einer bestimmten Währung. Man konnte die nicht in Denaren bezahlen, man konnte sie auch nicht in Drachmen bezahlen, das war jetzt sozusagen der Nennwert. Man konnte sie nur in einer einzigen Währung bezahlen, und zwar in dem sogenannten tyrischen Schekel. Das weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, der tyrische Schekel. Und zwar musste man von diesem tyrischen Schekel einen halben Schekel bezahlen. Dieser halbe Schekel war jetzt zufällig genauso viel wie 2 Drachmen. Okay? Man brauchte also 2 Drachmen. Man konnte aber nicht die beiden Drachmen abgeben. Man musste diese beiden Drachmen, ja, wie kommt man jetzt von 2 Drachmen zu einem halben Schekel? Man muss sie wechseln. Genau, man muss sie umtauschen. Und das heißt, welches Berufsbild braucht es also? Welchen Beruf braucht man beim Tempel? Man braucht Geldwechsler. Die Idee war nämlich die, und der Grund war ganz einfach, keine andere Münze in der Antike hatte einen so stabil hohen Silbergehalt wie der tyrische Schekel. Das war sozusagen die qualitativ hochwertigste Münze, die man überhaupt haben konnte, während die Römer mit ihren Münzen immer, auch die Griechen mit ihren Münzen immer so ein bisschen, naja, Betrug gemacht haben. Ja, die haben den Silbergehalt immer mehr verflacht sozusagen. Ja, da waren die Münzen immer weniger wert. War der tyrische Schekel unglaublich stabil, und deswegen wollten die im Tempel die Priester immer nur den tyrischen Schekel haben, weil das sozusagen dem Reichtum geholfen hat. Dass da auf diesem tyrischen Schekel Götzen abgebildet waren, das hat sie gar nicht gestört. Es musste der tyrische Schekel sein. Das heißt, man kam jetzt mit dem Geld und man hatte also 140 Euro zu bezahlen, konnte aber die nicht so einfach bezahlen, man musste sie in diesen tyrischen Schekel umrechnen. Jetzt wissen wir aus der Geschichte, dass die Geldwechsler das ja nicht umsonst gemacht haben, oder? Und wir wissen heute, dass sie einen Aufpreis bezahlen muss. Es gab sozusagen einen Wechselkurs, sozusagen, ja. Und der betrug umgerechnet nochmal so bis zu, Moment, will ich Falsches sagen? Genau, bis zu 20 Euro nochmal drauf. Ja, das heißt, ich musste also 160 Euro bezahlen, geben, damit ich dann von den Geldwechslern 140 im Wert dieses Schekels bekomme. Also damit hat man ausgerechnet, dass die Geldwechsler in einem Jahr pro Jahr 18 Millionen Euro verdient haben. Das war ein Millionengeschäft. Wenn ihr euch das überlegt, dann versteht ihr plötzlich, warum die Leute so erstaunt waren, als Jesus zu den Geldwechslern kommt und deren Tische umwirft. Das war ungefähr so, als wenn er heute, weiß nicht, an die Wall Street gehen würde oder an die Frankfurter Börse und dort alles, alle Knöpfe ausmachen würde. Das war spektakulär, weil die Leute wurden unglaublich reich dadurch. Und natürlich gab es viel Betrug und so weiter. Also wir haben jetzt gesehen, es war keine zivile Steuer, sondern eine religiöse Abgabe. Eine, die zudem relativ teuer war. Die allerdings, hatte die jetzt eine biblische Begründung? Schaut mal mit mir in 2. Mose 30. 2. Mose 30, denn natürlich hat man gesagt, das Ganze basiert auf der Bibel. In 2. Mose 30 und dort Vers 2. Mose 30 und dort Vers 13. 13 bis 15. 2. Mose 30, Vers 13 bis 15, dort steht:
jeder, der durch die Zählung geht, soll einen, was, einen? Einen halben Schekel geben nach dem Schekel des Heiligtums. Ja? Ein Schekel gilt, 20 Gere, einen halben Schekel als Hebopfer für den Herrn. Jeder, der durch die Zählung geht, im Alter von 20 Jahren und darüber, der soll dem Herrn das Hebopfer geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Also haben die Priester gesagt und die Rabbis, schaut her, die Bibel sagt, wir alle müssen jährlich diesen halben tyrischen Schekel abliefern. Zu Recht oder zu Unrecht? Also beweist die Bibelstelle, dass man hier Jahr für Jahr diese Tempelsteuer zahlen muss? Genau, in 2. Mose ist eine einmalige Zahlung im Zusammenhang mit der Volkszählung. Eine einmalige Zahlung für die Stiftshütte. Steht nichts von jährlicher Steuer sozusagen. Also dieser Betrag von einem halben Schekel kommt aus dieser Stelle, obwohl das eigentlich gar keine Tempelsteuer ist. Könnt ihr das sehen? Es gibt noch eine zweite Stelle, die man darauf verwendet hat, und zwar Nehemia. Nehemia Kapitel 10. Nehemia Kapitel 10 und dort Vers 33. Nehemia Kapitel 10, Vers 33. Und das heißt es in Nehemia 10, Vers 33. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich wie viel zu bezahlen? Was habt ihr? Jährlich das? Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Also Nehemia hatte sich überlegt, damit der Tempeldienst aufrechterhalten wird, sind sie übereingekommen, hey, wie wenn man heute einen Verein hat, jeder gibt Vereinsgebühren oder so, ja? Jeder von uns bezahlt ein Drittel Schekel jährlich. Daher kam diese Idee. Das hat dann im Laufe der Zeit man hat das angehoben, ja, mit Begründung aus 2. Mose. Und hat dann entsprechend diese ganzen Geldwechselerpraxis das noch teurer gemacht sozusagen. Ja? Und warum war das Ganze aber jetzt so brisant? Was meint ihr, wie sind Leute angesehen worden, die diese Tempelsteuer nicht bezahlen? Also wenn jemand sagt, nö, bezahle ich nicht. Was würde das bedeuten? Was wäre die Botschaft, die man damit aussendet? Ja, der hat kein Interesse am Tempeldienst, oder? Jemand, der die Tempelsteuer nicht bezahlt, möchte nicht, dass der Tempeldienst weitergeht. Gab es da schon, hatten die Pharisäer so Anschuldigungen an Jesus, dass er gegen den Tempeldienst ist? Das war schon so eine Sache, nicht wahr? Er achtet nicht die mosaischen Gesetze. Das war der Vorwurf. Und Ellen White deutet an, dass diese ganze Frage auch wieder Teil einer Schlinge war. Ja, dass sie sozusagen diese Eintreiber instrumentalisiert haben, um Jesus in die Enge zu treiben, denn sie wussten, wenn er nicht bezahlt, dann können sie vor dem Volk sagen, Jesus ist nicht für den Tempel. Und für den Tempel waren ja eigentlich alle, oder? Der Tempel, was für eine Bedeutung hatte der Tempel für die jüdische Seele? Für die Menschen damals? Wie haben die so, wenn die den Tempel gesehen haben, was haben die so gedacht? Die waren so stolz. Könnt ihr noch später an die Jünger erinnern, die dann ein Jahr später sagen, schau mal hier, der Tempel, ja, unser Tempel, ja. Also die Idee kam niemandem in den Sinn, dass man diesen Tempel nicht unterstützen könnte. Ja, das war der Stolz überhaupt. Also interessanterweise, wir gehen zurück zu Matthäus. Diese Eintreiber kommen und wen treffen die zuerst in Kapernaum? Sie treffen nicht Jesus, sondern wen treffen sie? Was haben wir gelesen? Wen treffen sie? Sie treffen wen? In Vers 24? Sie treffen Petrus, genau. Und sie fragen ihn, dein Meister, zahlt dein Meister nicht auch die 2 Drachmen? Also wenn man fragt, zahlt dein Meister nicht auch die 2 Drachmen, was ist so die erwartete Antwort? Ja, natürlich, klar, oder? Also das ist so eine Suggestivfrage, die drängt den Petrus schon ein bisschen darauf hin zu sagen, ja, jetzt schauen wir mal, was er geantwortet hat. Schaut mal in Vers 25, wer mag mal lesen?
Okay, jetzt lass uns kurz drüber nachdenken. Also Petrus erhält diese Frage. Dein Meister bezahlt doch auch die 2 Drachmen, oder? Was ist deine Antwort? Doch. Was meint er? Hat er lange nachgedacht? Ihr kennt der Petrus schon ein bisschen, oder? Elbert sagt, er hat schon erkannt, dass es ein Angriff auf den Meister ist. Was macht man, wenn der Meister angegriffen wird? Schützen, verteidigen, ja, doch, natürlich bezahlt er. Ja. Ein bisschen voreilig. Da können wir etwas lernen. Manchmal passiert es, dass wir Jesus verteidigen wollen und nicht besonders viel nachdenken in dem, was wir tun. Und wer Jesus verteidigen möchte, ohne viel nachzudenken, der verkompliziert die Situation. Jetzt, was war denn das Problem an der Sache? Gab es Ausnahmen? Wer musste oder mussten alle diese Tempelsteuer bezahlen? Oder was meint ihr, gab es vielleicht Ausnahmen, wer davon befreit war? Die Priester selbst musste nicht bezahlen. Warum nicht? Das geht zurück auf das Alte Testament. Aus welchem Stamm kamen denn die Priester? Leviten. Und was war das Besondere an den Leviten? Was war das Besondere an den Leviten? Sie hatten den Dienst am Heiligtum und deswegen hatten sie was nicht? Sie hatten kein eigenes Erbteil, wo sie selbst anbauen würden, wovon sie dann den Tempel unterstützen würden, sondern ihr Dienst bestand quasi nicht, indem sie etwas arbeiten und dann etwas davon abgeben, sondern indem sie selbst dienen. Deswegen waren Priester und Leviten allgemein grundsätzlich von solchen Abgaben befreit. Das war ein wichtiger Punkt. Nicht nur das. Also es war noch in der Zeit von Jesus, die Priester und Leviten immer noch befreit. Es gab noch eine Gruppe von Menschen, die befreit waren. Wisst ihr, wer das noch war? Das waren Propheten. Wer ein Priester war, wer ein Levit war und wer ein Prophet war, musste das nicht bezahlen. Indem die Pharisäer, die Steuereintreiber auf Jesus hetzen, und ihn dazu drängen wollen, das zu bezahlen, was wollen sie ihn da, in welche Ecke wollen sie damit drängen? Was passiert, wenn er das bezahlt? Wenn Jesus gesagt würde, ach ja, natürlich, ja klar, also hier, ja, wäre es sofort eine Anerkennung der Tatsache, der Behauptung gewesen, dass er keinerlei besondere Aufgabe im Werk Gottes hat, dass er einfach nur ein ganz gewöhnlicher Israelit ist, kein Prophet und den Priestern unterstellt. Und das war sozusagen die Situation. Sagt er ja, bestätigt er die Behauptung, er ist kein Prophet und hat keine besondere... Ja. Sagt er nein, was passiert dann? Dann sagen die Priester, du bist gegen den Tempel. Das war eine unglaublich diffizile Situation. Weil sagt er ja, macht er etwas falsch. Sagt er nein, macht er auch etwas falsch. Das sind so Situationen, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen in meinem Leben erlebt habt, wo man plötzlich merkt, was mache ich jetzt? Und Petrus hat das überhaupt nicht begriffen. Ne? Er hat einfach gedacht, das ist ein Angriff und ich verteidige ihn, natürlich bezahlt er. Ja, wieso soll er nicht bezahlen? Er hat nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Hatte Petrus schon verstanden, dass Jesus göttlich ist? Hat er verstanden, dass Jesus eine besondere Beziehung zu Gott hat? Er hatte vor wenigen Wochen, wenn nicht wenigen Tagen, gesagt noch in Caesarea Philippi, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Er war überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Also wenn die Leviten keine Tempelsteuer zahlen müssen, muss der Messias eine zahlen. Er war überzeugt, dass Jesus der Messias ist, aber jetzt in dieser Situation verpasst er eine Gelegenheit, das auszudrücken. Jetzt ist das auch schon mal auf, also mir ist es schon passiert, dass man etwas ganz Großes über Jesus erkannt hat, und dann kurze Zeit später gibt es eine Gelegenheit im Alltag irgendwie dann das auszuleben oder davon zu reden und man verpasst es einfach.
Ist euch das schon passiert? Dann passt es einfach. Man denkt, ah, meine Güte, ich habe es doch schon viel besser gewusst. Ich hatte das schon längst verstanden. Ja, und da war man plötzlich so gedankenlos und dann geht die Situation an einem vorbei und man hat es irgendwie verpasst. Also, jetzt schauen wir den Vers an. Was fällt euch an dem Vers in Vers 25 auf über die Antwort von Jesus? Was fällt euch an der Antwort von Jesus auf? Wenn ihr den Vers nochmal genau anschaut, da gibt es etwas Interessantes, was hier betont wird. Was fällt euch auf? Ah, genau. Also der Simon kommt jetzt ins Haus, ja, denkt sich nichts, ja, und er kommt ins Haus und was passiert? Was passiert? Wer stellt die Frage? Wer stellt die Frage? Jesus. Und was wird gesagt über Jesus' Frage? Was wird gesagt? Schaut mal genau. In Vers 25. Ah, es heißt, er kam ihm zuvor. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht Petrus, der sagt, stell dir vor, da kommt einer von den Steuereintreibern und hat noch in Frage gestellt, ob du die Tempelsteuer zahlst. Ja? Jesus geht gar nicht darauf ein, sondern er kommt ihm zuvor und spricht ihn direkt darauf an und macht damit was deutlich? Ich weiß ganz genau, was du mit dem Mann dort draußen gesprochen hast, 5 Häuserblöcke weiter sozusagen. Wie kann er das wissen? Er muss Gottes Sohn sein. Ja? Also durch die Tatsache, dass er ihm, er hätte auch warten können. Er hätte warten können, wenn beim Essen irgendwann das Thema aufkommt, dann darauf antworten. Aber er kommt ihm zuvor, weil Jesus weiß, es ist eine ganz, 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 ganz feine, brisante Situation. Und die Art und Weise, wie er die Frage stellt, die Tatsache, wann er sie stellt, beweist bereits, dass er Gottes Sohn ist. Weil er braucht dieses, also er muss diesen Punkt betonen für die Antwort, die jetzt kommt. Ja? Weil diese Tatsache, dass er Gottes Sohn ist, ist ja für die Antwort total entscheidend, oder? Und so zeigt er dadurch, dass er Gottes Sohn ist. Und er stellt jetzt eine interessante Frage. Nämlich, was ist seine Frage? Er sagt, was meinst du, Simon? Ja. Er spricht gar nicht so sehr erst über die Tempelsteuer, oder er stellt eine allgemeine Frage. Was meinst du, Simon? Was ist seine Frage? So mit eigenen Worten wiedergegeben? Ja, wer soll diese Steuern bezahlen? Genau. Wer muss Steuern bezahlen, oder? Übrigens, nur für alle, die das interessiert, die anderen können es vergessen, das Wort für Steuer im Griechischen ist Kensos. Hat jemand eine Ahnung? Kennt jemand ein ähnliches Wort, das so ähnlich klingt wie Kensos? Ja, genau, Zensus. Das ist nämlich dann griechisch Zensus. Das ist Latein, Zensus. Genau ist das hier, ja. Also eigentlich die Steuerlisten, in die man eingetragen wird. Da gibt es den Zensor, der die Steuerlisten macht. Genau, das ist diese der Kensos, die Steuer. Er stellt die Frage, wer muss eigentlich Steuern zahlen? Muss ein Prinz Steuern zahlen? Also wenn ein König Steuern ausgibt, muss der Sohn des Königs Steuern zahlen? Natürlich nicht. Muss seine Frau Steuern zahlen? Seine Mutter? Nee, sondern nur die jetzt nicht direkt seine eigene Familie sind, sondern die Fremden halt, ja? Die Untertanen, nicht die in seiner eigenen Familie. Unter welchen Situationen, kennt ihr eine Geschichte, wo jemand mal ein König angeboten hat, wer das und das macht, der wird steuerfrei. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, wo jemand gesagt hat, Saul bietet Steuerfreiheit an, und zwar wem? Ja, genau, schaut mal in 1. Samuel, das ist ganz interessant. In 1. Samuel, da sieht man sozusagen, es gibt Möglichkeiten, ein König kann, wenn er will, die Steuer von jemandem, also jemand von der Steuer befreien. Ja? 1. Samuel 17, und dort in Vers 25, 1. Samuel 17, da sind die Israeliten im Kampf mit den Philistern und wer ist der große Gegner? Goliath, genau. Es heißt in Vers 25, 1. Samuel 17, und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt, denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen. Und frei heißt ja nicht, dass sie Sklaven waren. Frei heißt frei von Abgaben. Also, mit anderen Worten, war ein Plakat. Wir suchen dich. Wenn du Goliath gewinnst, kriegst du 3 Dinge. Großen Reichtum, die Prinzessin und ewige Steuerfreiheit. Kann man sich überlegen, was vielleicht das am begehrtesten war von den 3 Dingen. Ja. Aber das waren die 3 Dinge, die angeboten worden waren. Steuerfreiheit. Der David
ist beschenkt worden, er hat die Prinzessin bekommen. Und also ich weiß, wir wissen jetzt nicht genau, ob Saul das eingehalten hat, aber eigentlich müsste er dem ganzen Haus Davids, dem Haus Isai, ewige Steuerfreiheit gegeben haben. Also wenn ein König einen Menschen von der Steuer befreien kann, weil der einen Feind besiegt, was macht wohl Gott mit seinem Sohn, der ausgezogen ist, den größten Feind zu besiegen überhaupt? Denn welchen Feind hat Jesus besiegt? Den Teufel, den Satan, den Teufel, den Tod. Ja? Also wenn ein König wie Saul in der Lage ist, zu sagen, David, du musst nicht die Steuer zahlen, weil du hast den Goliath besiegt, wie viel mehr wird dann also Gott sagen, also Jesus, der ist gekommen, um die Sünde zu besiegen, also von dem brauche ich jetzt keine Tempelsteuer. Ja, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Jetzt schauen wir mal in Matthäus 17 zurück. Matthäus 17 und dort Vers 26. Da mag man Vers 26 lesen. Genau, also die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Wie wir schon gesagt haben, ein Kind zahlt keine Steuer für den König. Was hatte denn Jesus über den Tempel gesagt bisher in den Geschichten, die wir so kennengelernt haben in den letzten 5 Jahren? Wie hat denn Jesus von dem Tempel gesprochen? War Jesus schon mal im Tempel gewesen? Hat er irgendwas über den Tempel gesagt? Genau, er hat das Haus seines Vaters genannt. Wann hat er das Haus seines Vaters genannt? Als er mit 12 Jahren im Tempel sitzt und da die Schriftgelehrten mit seinen Fragen überfordert. Und dann Maria zurückkommt und Josef und sie fragen, wo bist du gewesen? Sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Der Tempel ist sein Vaterhaus. Und zwar in dem direktesten Sinne, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Jesus ist der Sohn Gottes. Übrigens, wenn die Frage ist, jetzt gut mitdenken, wenn die Frage ist, Sohn oder Untertan, denn wir gesehen haben, die Söhne werden nicht besteuert, aber die Untertanen müssen Steuern zahlen, oder? Wenn das die Frage ist, Sohn oder Untertan, und die Antwort ist, er ist Sohn, was ist dann auch klar? Dann ist auch klar, dass Jesus kein Untertan Gottes ist. Denn entweder ist er Sohn oder ist er Untertan. Das ist ja macht die Frage deutlich. Er ist kein Geschöpf. Er ist kein Untertan. Er ist zwar freiwillig Knecht geworden, aber eben nur freiwillig, weil er es nicht von selbst aus ist, sondern er ist freiwillig Knecht geworden. Er ist nicht von Natur aus Untertan zu Gott. Er ist sein Sohn. Das ist ein interessanter Punkt, auch wenn es um die Gottheit Jesu geht. Aber die Geschichte endet nicht hier. Ja? Bei der Reinigung. Ja, er nennt den Tempel immer wieder das Haus meines Vaters. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht, nicht wahr? Sagt er im Zuge der Tempelreinigung auch. Matthäus 17, Vers 27, letzter Vers. Wer mag den lesen? Was für eine interessante Geschichte, oder? Jesus sagt, damit wir ihnen keinen Anstoß geben. Hier sehen wir ein ganz interessantes Prinzip. Jesus war nicht bereit, Anstoß zu erregen, wenn es irgendwie zu vermeiden war. Könnt ihr das sehen? Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Das kann man ganz schön bei Paulus sehen. Schaut mal in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10 und dort Vers 32 und 33.
Hatte Jesus das Recht, die Tempelsteuer vorzuenthalten, ja oder nein? Konnte er sagen, nein, die bezahle ich nicht? Es wäre sein Recht gewesen. Schaut mal aber jetzt in 1. Korinther 10, Vers 31 und 32 und 33. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu Gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Paulus sagt, ich möchte keinen Anstoß erregen, deswegen ich suche den Nutzen der anderen, nicht meinen eigenen Nutzen. Jesus hat nicht überlegt, hey, ich könnte 160 Euro sparen, ja, ich bezahle einfach nicht und ich habe einen guten Grund, ich bin Gottes Sohn. Er sagt, wie kann ich vielleicht noch einige der Rabbis und der Pharisäer retten? Ich werde bezahlen. Aber was ist das Problem? Wenn er einfach so bezahlt, was würden die Schriftgelehrten sagen? Er ist kein Prophet, oder? Das heißt, und das ist jetzt eine, sowas kann nur Jesus, ja? Er bezahlt und macht gleichzeitig deutlich, dass er nicht bezahlen muss. Wie? Indem er ein Wunder vollbringt, das deutlich macht, dass er Gott sein muss. Dass er über göttliche Kraft verfügt. Denn wenn der Petrus die Steuer dann abgibt und sagt, schaut mal, das und das ist passiert, wird damit deutlich, Jesus sagt, ich muss nicht bezahlen, ich protestiere. Ellen hat das sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, hätte Jesus die Steuer ohne Protest bezahlt, hätte er im buchstäblich die Berechtigung anerkannt und er hätte seine eigene Göttlichkeit verleugnet. Während er also es für richtig erachtete, der Forderung nachzugeben, hat er gleichzeitig die Grundlage, auf der die Forderung basierte, verneint. Er hat also gesagt, okay, ich bezahle, aber ich möchte, dass ihr sehr deutlich wisst, es gibt keinen Grund, dass ich bezahle. Also ihr habt keinen Grund, das von mir zu fordern. Das ist eine sehr feine Sache. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, vielleicht relevanter, als wir denken. Man kann in bestimmten Situationen sagen, um Streit zu vermeiden, gehe ich diese Meile mit, obwohl ich nicht müsste. Und ich mache auch sehr deutlich, dass ich die Grundlagen, auf denen das basiert, diese Forderung, nicht anerkenne. Aber trotzdem bezahle ich. Könnt ihr das sehen? Ein ganz feiner Grad. Kein wilder Protest, nö, ich mach nicht. Kein, ja, natürlich, klar. Sondern er sagt, die Grundlage, auf der das basiert, lehne ich ab. Und ich möchte, dass ihr wisst, ich bezahle nicht, weil ihr Recht habt, sondern ich bezahle, weil ich euch retten möchte. Ich glaube, da ist ganz viel Weisheit dahinter. Weisheit, die uns in dieser Zeit im Jahre 2021 gut tut, die mal vor Augen zu haben. Ellen White sagt diesen wunderbaren Satz, Christen sollten nicht ein einziges Prinzip der Wahrheit opfern. Also opfern, kein Prinzip von Wahrheit opfern. Aber sie sollten gleichzeitig, wo immer es möglich ist, Konflikt vermeiden. Das ist interessant, oder? Kein Prinzip der Wahrheit opfern und gleichzeitig Konflikt vermeiden, wo immer es geht. Wer also im Namen der Wahrheit Konflikt sucht, folgt nicht dem Beispiel Jesu. Wer im Namen des lieben Friedens willen die Wahrheit aufgibt, handelt nicht im Sinne Jesu. Im Sinne Jesu handelt, wer zur Wahrheit steht bis zum Letzten, und gleichzeitig jeden Konflikt versucht zu vermeiden, soweit es irgendwie geht. Das war die Haltung von Jesus und das muss unsere Haltung werden. Petrus geht an den See, er wirft seine Angel aus, er hat ja schon Erfahrung mit solchen Wundern, nicht wahr? Wenn Jesus sagt, wirf deine Angel aus, dann gibt es was zu fangen. Und er nimmt diesen Fisch und es ist tatsächlich so ein Stater drin. Ein Stater ist eine zweifache Doppeldrachme sozusagen, also dann im Wert von 280 Euro, nicht wahr? Also schon ein toller Fischfang, was da in dem Fisch drin ist. Und ist auch interessant, Jesus macht ein Wunder, aber Jesus macht nie ein Wunder nur für sich alleine. Ja? Für seinen eigenen Bedarf hätte ja eine Doppeldrachme gereicht, aber stattdessen hat der Fisch einen Stater. Und der Stater ist für Jesus und für Petrus auch. Jesus hat niemals ein Wunder getan, nur für sich alleine, sondern immer für andere mit. Und ist es nicht toll? Raben ernähren Elia und ein Wal rettet den Jona und ein Fisch bringt das nötige
Geld. Gott hat tausend Wege, von denen wir nichts wissen. Und übrigens, das zeigt auch, dass wahrscheinlich Jesus so arm war, dass er nicht mal das Geld hier aus der Portotasche hätte bezahlen können. Ja. Das nur als Nebenpunkt. Also, was lernen wir heute? Es gibt Situationen, in denen scheint es so zu sein, als ob, egal was wir machen, wir immer einen Fehler machen. Aber wir können um Weisheit bitten und eine Entscheidung treffen, die so ist, dass wir weder den einen Fehler machen, noch den anderen Fehler machen. Dass wir genau das tun, was Jesus gemacht hat. Und dazu ist es wichtig, dass wir nachdenken. Nicht wie Petrus, einfach schnell, unbedacht losrennen, weil wir uns in Komplikationen bringen. Sondern darüber glauben, dass Gott tausend Wege hat, von denen wir nichts wissen. Gott hatte eine Möglichkeit, wie Jesus bezahlen konnte und gleichzeitig ablehnen konnte, dass er bezahlen musste. Und das war so weise, dass die Pharisäer ihm keinen Strick draus machen konnten. Und wir brauchen diese Weisheit in dieser unserer Zeit. Wollen wir noch gemeinsam Lieder klingen und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass es uns zeigt, wie Jesus auch in schwierigen Situationen, und es gar nicht einfach war, richtig zu entscheiden, ganz weise und wahrhaftig und voller Liebe entschieden hat. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, dass wir noch mehr wie Jesus sind, dass wir treu zur Wahrheit stehen wie die Nadel zum Pol und gleichzeitig versuchen, jeden Konflikt zu vermeiden, soweit das irgendwie möglich ist. Dass wir lieber auf unser eigenes Recht verzichten, um für andere ein Segen zu sein. Dass wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, sondern überlegen, was wir sagen und tun, damit wir nicht anderen zum Anstoß sind. Herr, wir bitten dich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, damit wir mehr so wie Jesus denken, reden und handeln. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.